Schönen guten Nachmittag, liebe Seherinnen und Hörer des YouTube-Kanals der Zeitschrift International. Nach der gebührenden Weihnachts- und Neujahrpause melden wir uns wieder mit einem ersten aktuellen Video im Jahr 2023. Ich begrüße gleich meinen Gesprächspartner auf der Vis-à-vis-Seite in Hamburg, Norman Pech. Norman, schönen guten Tag und schönen gutes Jahr. Das wünsche ich dir auch, Fritz. Ja, hallo und guten Tag. Es kann ja nur besser werden eigentlich, so nach meiner persönlichen Einschätzung. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Norman Pech ist ein ständiger Gast auf unserem Kanal. Ich brauche ihn daher, glaube ich, nicht sehr lange vorstellen. Er ist, wie man hört und sieht, Deutscher. Er ist Jurist, er ist Völkerrechtler. Er war viele, viele Jahre beruflich Professor an der Universität in Hamburg unter anderem, und er war eine gewisse Zeit lang auch als Politiker tätig für die Linkspartei im Bundestag und war dort einige Jahre lang auch deren außenpolitischer Sprecher. Und wir haben ein gemeinsames Hobby, und dieses gemeinsame Hobby, mit dem wir schon das erste Mal, glaube ich, vor 40 oder noch viele Jahre mehr zu tun gehabt haben, ist Israel-Palästina, die Nahostpolitik. Das wird auch das heutige Gesprächsthema sein. Es ist bekannt, dass es vor kurzer Zeit die vierten Wahlen in 3 Jahren zum israelischen Parlament, der Knesset, wieder Neuwahlen gegeben hat, bei der wiederum, wie man es ihn manchmal so nennt, Bibi Benjamin Netanyahu wieder die Wahl gewonnen hat und in Wirklichkeit zurück an die Position des Ministerpräsidenten gekommen ist. Und wie zu erwarten und auch zu befürchten war, hat er eine Regierung zustande gebracht mit der üblich knappen Mehrheit im israelischen Parlament, also von etwas über 60, 60 ist genau die Hälfte, also etwas über 60 Mandate. Es ist eine ultrarechte, nationalistische, manche sagen auch teilweise ganz offen faschistisch-faschistoide Regierung. Mit allein 3 Ministern, die bereits aus unterschiedlichsten Delikten, Bestechung, Korruption, aber auch einer sogar wegen Bedrohung und wegen eigentlich terroristischer Vergehen. Der Mann ist sinnigerweise auch gleich Minister für Security geworden in der neuen Regierung. Also es sind 3 Leute, für die das Parlament sogar bei seiner ersten Sitzung vor der Angelobung des Parlaments eigene Sondergesetze beschließen musste, die nämlich die Möglichkeit gibt, die bis dahin in Israel ausgeschlossen war, dass also Menschen, die über eine gewisse Dauer verurteilt, rechtskräftig verurteilt gewesen sind oder sogar wie der neue Innenminister gesessen sind auf gut Wienerisch, dass die eben durchaus auch das Recht haben, einer Regierung anzugehören. Das ist, glaube ich, auch weltweit ziemlich eine einmalige Geschichte. Wir reden also heute über, was ist aufgrund dieser neuen israelischen Regierung zu erwarten. Es gibt ja schon weltweit die unterschiedlichsten Kommentare. Vielleicht abgewählte Ministerpräsident Yair Lapid hat die neue Regierung als die korrupteste, die es je in Israel und darüber hinaus gegeben hat, bezeichnet. Der israelische Präsident, der diese Regierung dann allerdings einen oder 2 Tage später angelobt hat oder angeloben musste, hat gesagt, er hat also sehr, sehr große Bedenken bezüglich der politischen Meinungen, die in dieser Regierung sind. David Grossmann, ein sehr bekannter, auch in Deutschland sehr bekannter Autor, Schriftsteller, hat vor wenigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die für ihre konservative Grundeinstellung ja durchaus bekannt ist, einiges geschrieben, unter anderem
er sieht eine verhängnisvolle Veränderung unserer, nämlich der israelischen Identität und des Wesens des Staates. Das ist etwas, wo wir sicher im Gespräch auch noch darauf zurückkommen. Und vielleicht was Zweites. Er sieht also jetzt in Israel das Chaos da. Das Chaos ist da mit all seiner Sogkraft. Der innere Hass ist da. Die gegenseitige Abscheu ist da, ebenso wie die grausame Gewalt auf unseren Straßen und in unseren Schulen und Krankenhäusern. Na, das sind ja schöne Aussagen noch dazu von einem israelischen Staatsbürger. Man kann sich also doch auf einiges gefasst machen. Sagen wir mal ganz oberflächlich und eine erste Einschätzung. Auf was magst du dich persönlich gefasst von dieser neuen Regierung, lieber Norman? Ja, was soll man zu dem, was du zitiert hast, eigentlich noch hinzufügen? Und bleiben wir erstmal an der Oberfläche. So ist ganz klar, Netanjahu ist bereit, auch mit dem Teufel zu paktieren, wenn es darum geht, auch die Gerichte zu umgehen und sozusagen nicht dasselbe Schicksal zu erleiden wie 2015 Olmert, der für 27 Monate ins Gefängnis geschickt wurde. Davor hat er offensichtlich echt Angst. Und deswegen ist er bereit, auch mit offenen Rassisten und Faschisten irgendwie zusammenzustehen oder irgendwie das Boot zu übernehmen. Das Zweite ist aber, wenn man etwas tiefer geht, so muss man Folgendes doch sagen. Dieses ist die nicht letztliche, aber doch im Augenblick letzte Entwicklung einer Entwicklung, die bereits 1948 begonnen hat. Denn das ist eine Gründung des Staates gewesen, bei der es nie darum ging, das einzuhalten, was man gelobt hatte und weswegen man auch in die UNO gekommen ist, nämlich einen zweiten palästinensischen Staat zu gründen und auch dann das mit der Flüchtlingsfrage zu akzeptieren. Sondern der Zionismus unter Ben-Gurion hat immer klar gemacht, nein, es geht uns um Eretz Israel und zwar in der Minimalforderung vom Jordan bis zum Mittelmeer. Das heißt, dieses war die Ausgangssituation und sie konnte nur so enden wie jetzt. All die Kriege, die bisher geführt worden sind, ob sie nun von Israel oder auch von den arabischen Staaten begangen hat, das ist vollkommen gleichgültig. Aber sie sind im Grunde nur aufgrund dieser tiefen Widersprüchlichkeit und der tiefen Kriminalität dieser Situation dem geschuldet und nur denkbar. Und meine Befürchtung ist, dass mit diesem Kabinett die Schraube weiter gedreht wird, dass es weiter zu einer Kriminalisierung und mehr Gewalt kommt. Und das muss wohl so sein, bis endlich dieses System, was auf falschen Voraussetzungen sich aufbaut, kollabiert und, sagen wir mal, implodiert. Wir kennen das bei anderen Systemen. In Südafrika ist es auch so gewesen. Das heißt, dieses ist eine, sagen wir, vorletzte Etappe derjenigen Entwicklung, die sich seit 1948 eigentlich anbahnen musste. Und das ist das Furchtbare, dass es offensichtlich immer noch nicht zu Ende ist, dass dieses System sich immer noch, und zwar mit den furchtbarsten Voraussetzungen, jetzt am Leben hält, um dann weitere Gewalt, insbesondere in Richtung der Palästinenser und auch natürlich immer in der Drohung gegenüber dem Iran und anderen Nachbarn eigentlich versucht, am Leben zu halten. Das ist meine große Befürchtung. Naja, dann gehen wir da gleich weiter, weil im Wesentlichen, wenn man die Geschichte Israels, des Judentums einigermaßen kennt, das ist eine Regierung, wo sich zwei wesentliche Säulen, ideologische, politische Säulen endlich vereinigt haben. Israel hat im Wesentlichen eine mehr säkulare, ideologische Ausrichtung. Das ist das, was man Zionismus nennt. Das ist im Wesentlichen der aus der europäischen Geschichte entstandene jüdische Nationalismus, dessen Ziel es war, einfach halt einen eigenen jüdischen Staat, wo man sich letztlich dann auf die historische Heimat geeinigt hat, als Ziel zu errichten. Das ist die eine Säule. Das ist eine mehr säkulare Säule. Das hat sich jetzt in dieser Regierung, in dieser
Massivität das erste Mal gepaart mit der zweiten, nämlich mit der viel älteren, nämlich mit der religiösen Identität oder Ideologie oder dem, Identität, nämlich dem Judentum, das sich im Wesentlichen ja auch in den letzten Jahren zunehmend radikalisiert hat. Also zwei der neuen Parteien kommen aus diesem religiös-nationalistisch-zionistischen Milieu. Und diese beiden haben eigentlich eines gemeinsam, nämlich sie haben in ihrer Vorstellungsweise, wie du schon gesagt hast, absolut keinen Platz für ein anderes Volk, für einen anderen Staat, für eine andere politische Lösung als die, dass es einfach das Eretz Israel vom Mittelmeer zumindest bis zum Jordan einfach ihr Land ist. Das steht ja auch in der neuen Regierungserklärung an ganz prominenter Stelle, dass es das ausschließliche Recht der Juden ist, hier zu bestimmen und dieses Land in Anspruch zu nehmen. Das heißt, es wird, diese neue Regierung hat jetzt einerseits einen weitgehenden rechtlichen, ideologischen Umbruch der gesamten israelischen Gesellschaft schon programmiert. Das hat ja auch David Grossmann, der ja eher ein säkularer Jude ist, schon gesagt. Das heißt, es geht also von viel mehr religiösen Einfluss in allen bis von der Schule bis zur Wehrpflicht bis hin überall. Das ist das eine. Damit auch ein Umbau des Rechtssystems, das ist ja auch schon hinlänglich bekannt, es gibt ja auch schon eine Stellungnahme der Oberstaatsanwältin, der Generalstaatsanwältin von Israel, die meint, in Zukunft, wenn das realisiert ist, wird Israel kein demokratischer Staat mehr sein. Das heißt, es wird das Rechtssystem völlig umgedreht und es wird, und das ist auch eines der Ziele des Zionismus, so wie man ihn ja doch verstehen kann, nämlich es gibt keinen Platz für einen zweiten Staat. Es gibt also daher keine Frage für Zwei-Staaten-Lösung etc. Also es ist ein völliger Umbau der Gesellschaft. Bleiben wir gleich bei, du hast das schon angeschnitten. Israel ist 1949 unter zwei Bedingungen zu den Vereinten Nationen beigetreten, aufgenommen worden. Und zwar diese beiden Bedingungen, das war im Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen 1949 bei der Aufnahme im Beschlusstext inkludiert, dass die Voraussetzung ist, dass Israel anerkennt die Resolution 181 aus dem Jahr 1947, die im Wesentlichen die Teilung des Landes, die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung vorsieht, anerkennt, und die Resolution 194 aus dem Dezember 1948 nach Beendigung des ersten Krieges nach der Gründung Israels, nämlich wo unter anderem auch klar festgelegt ist, dass die Vertriebenen oder Geflüchteten, das sind etwa 800.000 Menschen aus dem späteren Israel, Palästinenser, wieder das Recht haben, zurückzukehren. Diese beiden wesentlichen völkerrechtliche Anordnungen sind in der neuen Regierung von Anfang an klar verneint und abgelehnt. Das heißt im Wesentlichen eigentlich wäre das neue Israel stellt sich außerhalb der Vereinten Nationen und der internationalen Staatengemeinschaft. Wie kann man das eigentlich dann einschätzen? Ja. Du hast es ja einen langen Bogen geschlagen, auch den ich auch schon angedeutet habe. Das heißt, dieses, was wir jetzt erleben, ist eben frühzeitig angelegt gewesen. Das war eben schon der Plan von Ben-Gurion, oft sehr offen ausgesprochen, und derjenigen, der sozusagen zionistischen Linie, die sehr konservativ war,
Nebenbei muss man sagen, es gab ja auch eine und gibt immer noch eine liberale zionistische Linie, zum Beispiel der verstorbene Uri Avneri war davon, die ist aber vollkommen unter die Räder gekommen. Es gibt etliche Intellektuelle, die sich hier in den USA und auch in Deutschland äußern können, aber kaum in Israel irgendeine Resonanz haben. Das heißt, dieses Programm, was wir jetzt haben, und das steht ja gleich zu Anfang im Koalitionsprogramm, ich habe es mir auch rausgeschrieben, Anspruch auf das ganze Land. Das ist letzten Endes immer das Programm Eretz Israel gewesen. Eretz Israel gibt es in einer minimal und etwas rationaleren Form, das heißt vom Jordan bis zum Mittelmeer, aber es gibt es die ja auch, wo man noch Ansprüche auf Jordanien, Libanon und vom Euphrat bis dahin hat. Gut, die sind in der Versenkung, aber es kann durchaus sein, dass mit dieser radikalen und vor nicht zurückschreckenden Regierung auch diese Forderungen wieder hochkommen. Wie dem auch sei, dieses ist etwas, was sozusagen jetzt ganz offen ist. Man muss sich eigentlich von dem, was Netanyahu bisher immer öffentlich gesagt hat, auch er sei für eine Zwei-Staaten-Lösung, die kann er gar nicht aufrechterhalten. Denn es heißt da auch weiter, man wolle die jüdische Einwanderung, wollte man forcieren, dann aber auch die jüdische Identität stärken. Von den Palästinensern ist überhaupt gar keine Rede. Das heißt ganz eindeutig, man will keine Zwei-Staats-Lösung, aber man will auch nicht eine Ein-Staaten-Lösung, wo es grundsätzliche Änderungen in der rechtlichen Befugnis und in rechtlichen Rechten für die Palästinenser gibt. Sondern man will im Grunde das, was man mit der Siedlungspolitik und mit der Vertreibung weiter forciert, man will die Palästinenser so weit rauswerfen, bis nur die übrig bleiben, die eventuell mit ihnen kooperieren, weil sie ja an dem System auch irgendwie zusammenhängen. Ich will noch eins aufgreifen, was du so gesagt hast und was ja heutzutage eigentlich Standardlegende ist. Die Demokratie Israel, sie ist es nie gewesen. Sie ist es weder gewesen zur Zeit vor 1967, als sie noch keine besetzten Gebiete hatten. Schon da waren die Rechte der Palästinenser in diesem Staat, obwohl das nicht in der Gründungserklärung so war, aber sehr nicht nur vernachlässigt, sondern sie sind auch beiseite geschoben worden. Das war, sagen wir mal, eine sehr begrenzte Demokratie, die sich nur deswegen so nennen konnte, weil sie eben ein parlamentarisches System war. Seit 1967 hat sich diese Demokratie total eigentlich deformiert, weil man nicht davon ausgehen kann, eine Demokratie eines Landes wird nur definiert aus den internen, also israelischen Bestimmungen, sondern man muss auch sehen, wie geht man mit denjenigen um, die sozusagen um einen herum sind und die voll unter der eigenen Besetzung und der eigenen Bestimmung ist. Und da war nichts mehr demokratisch. Das heißt, dieses ist, wenn man es positiv noch nennen wird, eine kopierte, eine kastrierte Demokratie immer gewesen. Und die wird jetzt auch weiter von innen angegangen und von innen ausgelöst, was bis hin zur Generalstaatsanwältin die Leute jetzt auch irgendwie bemerken und sagen, geht das eigentlich so weiter? Aber ich sehe bisher noch keine große Demonstration dagegen. Das heißt, man wartet ab und man ist, das ist das Problem, man ist mit dieser Besatzungspolitik eben mit einer großen Mehrheit der Gesamtbevölkerung einfach zufrieden. Man merkt nicht sehr viel davon. Noch vor der Wahl, also noch unter der alten Regierung von Netanyahu, waren es über 70% der Bevölkerung, die mit der Besatzungspolitik zufrieden waren, weil sie davon nichts merkten, sie bekamen nichts mit. Und diejenigen, die die Soldatinnen und Soldaten dort waren, gut, die haben ihren Dienst dort gemacht. Und dann, ja, aber jetzt ist es so, dass ich davon ausgehe, dass diese Zahl der Unterstützung der Besatzungspolitik weiter gestiegen ist. Und das ist das große Problem. Wenn die Bevölkerung so dahinter steht, dann weiß ich nicht, wie ohnehin mit dieser Regierung, aber sich das ändern soll, obwohl es sich radikal ändern muss. Wir kommen ja wahrscheinlich noch auf die, sagen wir, Stellungnahmen der UNO, die jetzt sehr zahlreich geworden sind. Ich will das nicht vorgreifen. Ja, vielleicht nur
Leute, die sich das erste Mal genauer mit dieser Frage beschäftigen, nur dass wir wissen, wovon wir reden. Wir reden davon, dass es in diesem und de facto unter der israelischen Kontrolle stehenden Gebiet, da meine ich auch die sogenannten autonomen Gebiete der Palästinenser, die ihnen nach der legendären Oslo-Erklärung zugesprochen worden sind, aber auch diese autonomen Gebiete sind völlig unter der militärischen und sonstigen Kontrolle der Israelis. Und wenn es irgendwelche Vorfälle oder irgendwelche Befürchtungen gibt, gibt es kein Problem für die israelische Armee oder die sogenannte Border Police, die jetzt neu unter dem Kommando eines dieser radikal-faschistoiden religiösen Fanatiker steht, dort einzudringen. Wir sprechen davon, dass ganz vereinfacht in diesem Gebiet die Bevölkerung genau 50-50 ist zwischen Juden und Palästinensern, wobei die überwiegende Mehrheit zu 99% inzwischen muslimische Araber sind, weil die nicht zuletzt aufgrund der harten Politik der Israelis gegenüber den Palästinensern, der christliche Anteil an der palästinensischen Bevölkerung, der ursprünglich fast 10% war, immer zurückgegangen ist. Das heißt, dort beherrscht im Wesentlichen eine Hälfte der dort lebenden Menschen, die halt die militärische, die politische, die so ganze Macht hat, die zweite. Darum geht es. Und daher gibt es ja ursprünglich schon aus den 40er Jahren den Vorschlag, gut, wir teilen das Land zwischen diesen beiden Völkern. Damals war die Bevölkerungsration nicht 50-50, sondern das war nicht einmal 80-20, weniger als 80-20. Darüber reden wir jetzt. Und die neue Regierung, ich möchte es nur auch schon noch kurz noch sagen, hat ja gleich am ersten Tag in Wirklichkeit, damit die Welt genau auch merkt und die Israelis und die Palästinenser, wo es lang geht, am ersten Tag war sofort eine Order da für die Abschiebung von etwa 1000 Menschen in einem schon seit längerer Zeit umstrittenen Gebiet südlich von Hebron. Da gibt es so etwa ein Dutzend Dörfer, Masafer Yatta heißt diese Gegend. Und da haben gleich am ersten Tag 1000 Menschen den Befehl von Israel bekommen, sie haben zu verschwinden. Das heißt, die werden, so wie es 1948 manchen Zehntausenden, Hunderttausenden gegangen ist, da wird irgendwann einmal dann ein LKW vorfahren von der israelischen Armee und die Leute werden nach Jordanien geschafft, ob sie wollen oder nicht. Und am zweiten Tag war dieser berühmt-berüchtigte Ben-Gvir, der neue Sicherheitsminister, gleich am Haram al-Sharif, wie die Araber, Palästinenser sagen, wie die Juden sagen, am Tempelberg, eine sehr heikle Geschichte, weil das hat schon einmal, wir können uns erinnern, es hat einen legendären, zuerst Oppositionschef und dann Regierungschef Ariel Sharon gegeben. Der hat im Wesentlichen schon vor im Jahr 2000 genau durch so einen provokanten Besuch in den heiligen Städten der Araber in Wirklichkeit einen Bürgerkrieg, nämlich die zweite Intifada, ausgelöst. Das heißt, diese Regierung hat vom ersten Tag an bewusst das Ziel, zu provozieren, die Bedingungen weiter zu brutalisieren und zu verschärfen. Und in Wirklichkeit, man könnte fast meinen, die hoffen darauf, dass es einen palästinensischen Widerstand gibt, weil dann können sie in der Welt wieder darauf sagen, wir haben ja schon immer gesagt, diese Palästinenser sind nicht gesprächsfähig, das sind einfach Terroristen. So ist das. Und jetzt gehen wir doch eigentlich, ja, was sagt die Welt dazu? Die ersten Stellungnahmen aus den USA und aus Europa waren wie schon gewohnt der feige Zeigefinger. Na, seid nicht so böse, seid nicht so radikal, überlegt euch das vielleicht in dem einen oder anderen Detail nach, aber im Wesentlichen gibt es weiterhin ein Verständnis für die israelische Politik.
im besten Fall von den USA ein sehr aktives, weil ohne die USA würde es ja diesen Staat nicht mehr geben. Aber in Europa ist es ja auch inzwischen so, dass man eigentlich alles tut, um Israel zu unterstützen. Man ist etwas peinlich berührt, dass das diese Formen jetzt angenommen hat, dass man sozusagen mit einer Regierung dann irgendwie auch handeln muss, in der eben Faschisten und Rassisten sitzen, mit denen man eigentlich nichts gemeinsam hat und von denen man sich in Europa eigentlich immer getrennt hat. Aber so ist es. So kommt es. Und ich darf noch einmal darauf hinweisen, du hast die Vertreibung jetzt der Beduinen dort in Massawa Yatta im Norden des Negev besprochen. Es gibt schon seit langem diese Vertreibung, auch dort. Und das geht dann immer folgendermaßen los. Man deklariert dann dieses Land als Militär sozusagen ja für das Militär notwendige Land, indem man dort keine zivilen Leute haben will. Es gibt es aber auch dann, wie zum Beispiel in Jerusalem, dort wird das dann als Nationalpark deklariert und schon müssen die Palästinenser dort wachen. Der ganze Stadtteil Silwan zum Beispiel im Norden von Jerusalem, der wird so mit dieser Methode allmählich geräumt, gewalttätig. Und das Dritte ist, dass man sagt, das ist Staatsland. Das heißt, die Begründungen sind immer verschieden, weil sie sind genauso brutal und sie sind auch genauso rechtswidrig wie alles das, was man in den besetzten Gebieten und in Ost-Jerusalem bisher gemacht hat. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich doch anführen möchte. Es ist nicht nur die Polizei und die Armee, die sozusagen diese Demokratie deformiert, sondern es ist auch die Gerichtsbarkeit. Man geht immer davon aus, auf jeden Fall haben sie eine Gerichtsbarkeit, die ja in der Lage ist, auch einen ehemaligen Präsidenten ins Gefängnis zu schicken. Oder auch einen Ministerpräsidenten. Aber wenn es um die Rechte der Palästinenser geht, ist dieser Supreme Court, der oberste Gerichtshof, überhaupt keine rechtsstaatliche Institution, die in irgendeiner Weise diese Rechte der Palästinenser dort berücksichtigt. Ich verfolge das etwas. Als Jurist ist mir das sozusagen die Aufgabe. Und ich muss immer sagen, ich bin immer umgehauen. Ich bin vom Sockel, wenn ich das lese, wie mit welcher Spielastik, also juristischer Argumentationskunst begründet wird, dass alles das, was die Palästinenser dort einbringen, eigentlich nicht richtig ist. Aber das machen die Israelis richtig. Dieses ist etwas, was darauf hinzielt, da man die Zwei-Staaten-Lösung nicht will, dass man sich die Ein-Staaten-Lösung so zurechtbaut, dass man das Instrument der Apartheid, mit dem man im Augenblick dieses Land ja oder diese besatzte Zone in den Griff hat, immer weiter zurückführen kann, weil die Leute das Land verlassen. Und das ist das ganz große Problem. Sie werden vertrieben. Das ist im Grunde das, was schon Ilan Pappe, ein Exil oder ein Diaspora jüdischer Wissenschaftler, als Ethnic Cleansing bezeichnet hat. Das heißt ethnische Säuberung. Daraufhin geht diese Politik. Und nichts anderes steht auch hinter der Provokation von Ben-Gvir und diesen ganzen jetzt, die Zügel anziehen wollen. Sie sagen, wir machen es noch schärfer. Und wenn sie dann dagegen vorgehen, dann haben wir das Möglichkeit des Militärs und das kennen wir. Und dann kommen wir ja vielleicht auch noch auf die Institutionen der internationalen Gerichtsbarkeit, welche Rolle die eigentlich spielen. Und zurückgehend auf deine Ausgangsfrage, was machen eigentlich die anderen Staaten? Erst nach massiver Kritik hat sich zum Beispiel das Auswärtige Amt erst jetzt dazu durchgerungen, diese Maßnahmen und auch das Programm der neuen Regierung zu kritisieren. Vorsichtig, aber immerhin. Das ist das Äußerste, was sie machen können. Sie können auch, und das ist auch in der internationalen, also Resolutionspraxis, die eine oder andere Resolution, wenn es zum Beispiel um die Golanhöhen geht oder so, die unterschreiben sie dann mit. Aber im Grunde sind sie steinharte
Unterstützer der israelischen Politik bei allem, was sie dort machen. Und ich weiß es auch, dass bis in die unteren Etagen des Auswärtigen Amtes diese Politik von oben durchgedrückt wird. Denn nicht alle, denn da gibt es ja kluge Juristen auch im Auswärtigen Amt. Und die wissen genau, was da geht. Und auch solche, die politisch einigermaßen durchschauen. Aber in der Spitze ist es ganz eindeutig, dass man hier keine Unterstützung für die Palästinenser will, es sei denn, man baut ihnen etwas, was die Israelis dann auch meistens wieder kaputt machen. Also das ist die Situation auch hier in den Staaten, die, auf die man im Augenblick nicht zählen kann, obwohl sie, und das sagen auch die meisten liberalen Israelis, es kann nur der Druck von außen dort etwas ändern. Naja, wenn du das gesagt hast mit unserer Bundesregierung, also du meinst hier die Deutsche, da bist du in einem besseren Land als wir, kleinen Österreicher, weil die österreichische Bundesregierung hat bis dato weder zum Wahlergebnis noch zur Zusammensetzung, zur Bildung der neuen Regierung und zu ihrem massiven Programmstellung genommen. Die österreichische Bundesregierung schweigt vor sich hin. Es gab, war das mal anders? Unter das einem war sehr bekannten. Ja. Also ich bin in einem Alter, wo ich mich daran ja noch sehr gut nicht nur erinnern kann, weil das ist eigentlich einer der auslösenden Faktoren, warum ich mich politisch engagiert habe und auch nahostpolitisch vor allem engagiert habe. Salopp gesagt würde man sagen, Bruno Kreisky würde im Grab rotieren, wenn er sehen könnte, was seine Nachfolger alles angestellt haben. Das ist wirklich eine Schande. Und es ist eine Schande, zum Beispiel der, unser vorvorletzter Bundeskanzler, der ist zwar dann wegen anderer Geschichten mit Schimpf und Schande davongejagt worden. Er war jener, zu dem Donald Trump gemeint hat, endlich habe ich wiederum einen jungen europäischen Politiker, von dem ich die Telefonnummer habe. Dieser Mann hat im Wesentlichen, nämlich der Herr Sebastian Kurz, hat im Wesentlichen diesen radikalen österreichischen Paradigmenwechsel in der Nahostpolitik eingeleitet. Unterstützt, das ist ja auch die Groteske inzwischen und das ist auch bei euch in Deutschland diese Groteske, unterstützt von den europäischen Rechtsradikalen und Nationalisten, weil eure AfD und unsere FPÖ gehören inzwischen, weil sie aus welchen Gründen auch immer meinen, das ist ein starker Staat, das ist vielleicht von der Ideologie her, kommen sie darauf, dass die gar nicht so weit voneinander entfernt sind, mit dem einzigen Problem, unter Anführungszeichen einzigen Problem des Antisemitismus, sind eigentlich die europäischen modernen Faschisten Anhänger von Israel. Und jetzt bleiben wir dann gleich bei der Reaktion oder möglicher Reaktion der Weltgemeinschaft. Es hat ja da vor kurzem, am letzten Dezembertag, hat es da in der UNO auch wiederum eine interessante einen interessanten Zwischenfall gegeben. Es hat das Plenum der Generalversammlung der UNO auf Vorschlag eines Unterkomitees eine Resolution beschlossen, die sich an den Internationalen Gerichtshof wendet, mit dem Ersuchen, mit dem Auftrag, im Wesentlichen die israelische Besatzungs- und Siedlungspolitik vom völkerrechtlichen, rechtlichen zu analysieren. Es gab derartige Analysen des Internationalen Gerichtshofs schon viele. Es gibt eine legendäre zum israelischen Mauerbau, wo
der internationale Gerichtshof mit einer Gegenstimme in Wirklichkeit die gesamte israelische Siedlungs- und Besatzungspolitik verurteilt und als völkerrechts- und menschenrechtswidrig abqualifiziert hat. Jetzt hat die UNO-Generalversammlung einen neuerlichen Appell an den Gerichtshof und interessanterweise haben von den europäischen EU-Mitgliedern ungefähr ein Drittel dagegen gestimmt, also überhaupt gegen die Aufforderung an den Internationalen Gerichtshof, sich diese Politik anzusehen. Das muss man schon vorstellen. Mhm. Ein weiteres Drittel etwa vereinfacht hat sich der Stimme enthalten und ein bisschen weniger als ein Drittel hat die Stirn gehabt, dafür zu stimmen. Und weil wir beide als Deutschsprachige da jetzt so miteinander philosophieren, die deutsche und die österreichische Bundesregierung oder die jeweiligen Vertreter Deutschlands und Österreichs haben dagegen gestimmt. Das heißt, sie haben im Wesentlichen eine Meinung, dass man nicht einmal mehr Rechtsmittel gegen die israelische Besatzungs- und Siedlungspolitik ansprechen sollte, was natürlich ein unglaublicher Skandal ist. Ja. Vollkommen richtig. Das ist die neueste Entwicklung. Aber davor gab es schon eine parallele Entwicklung, dass nämlich der Internationale Strafgerichtshof Untersuchungen einerseits wegen des Überfalls 2014 auf Gaza, zum anderen aber auch die Siedlungspolitik seit 2014 und dann der Marsch, der Gedenkmarsch an in den Gazastreifen von 2018, wo sehr viele auch Palästinenser gezielt erschossen wurde. Das sollte untersucht werden. Um dahin zu kommen, musste geklärt werden, ob Palästina überhaupt antragsberechtigt ist. Das hat ein Jahr gedauert und gegen den Widerstand auch wiederum Deutschlands, Österreichs wahrscheinlich, ist dann doch das Gericht dazu gekommen, ja, wir werden das untersuchen. Seitdem ist so gut wie nichts geschehen, aber die deutsche Regierung hat sofort gesagt, nein, wir werden an der Seite Israels stehen, um sozusagen eine Verurteilung zu verhindern. Seit 2021 warten wir also, ob der Generalstaatsanwalt, also das ist Karim Khan, der im Augenblick beschäftigt ist in der Ukraine, dort Beweise gegen Russland zu sammeln, ob der auch noch Zeit und die Valenzen hat, überhaupt jetzt in Israel sich umzuschauen, wobei Israel selber gesagt hat, ihr kommt hier nie herein. Aber, und das ist die andere erstaunliche Entwicklung in den letzten Jahren, lange Zeit hat die UNO sich überhaupt mit diesem Konflikt nicht beschäftigt. Aber in den letzten Jahren haben sich sowohl der Menschenrechtsausschuss wie aber auch der vierte Ausschuss, nämlich der Dekolonisationsausschuss, sehr intensiv, hat immer wieder dorthin Sonderbotschafter und Sonderbeobachter hingeschickt und dann Berichte auch erhalten, ohne dass sie jemals die Chance hatten, natürlich nach Israel zu kommen, in die besetzten Gebiete natürlich auch nicht. Aber sie hatten genug Zeitzeugen, sie hatten genug Dokumente und sie hatten genug Informationen aus dem diplomatischen Zusammenhang, dass sie vernichtende Berichte über die Zustände in den besetzten Gebieten berichtet. Das ist im Grunde genommen eine Wüste der Menschenrechte. Da ist nichts mehr, wo du von Menschenrechten sprechen kannst. Oder man kann es auch anders ausdrücken. Das ist sozusagen ein, wie es im Englischen heißt, low-intensity warfare. Dort ist eine permanente Kriegssituation. Und ich kann nur darauf hinweisen, im letzten Jahr gerade gab es drei Berichte des Menschenrechtsausschusses. Einmal von der Francesca Albanese, der letzte, dann von der Navi Pillay und von dem Lüng. Drei Berichte, die in allen Fragen des Völkerrechts den Israelis schwere Verbrechen nachgewiesen haben. Hinzu kommen jetzt Berichte auch aus der Kommission, also der Dekolonisationskommission, ebenfalls wiederum Berichte, die eigentlich die Situation der Palästinenser nicht nur als dramatisch schlecht, sondern auch die
völkerrechtliche Situation als katastrophal bezeichnen. Das liegt davor. Und dann hat sich jetzt die Generalversammlung dazu verstanden, diesen Auftrag an den Internationalen Gerichtshof zu geben. Ich darf daran erinnern, es gab schon einmal solch einen Auftrag, und zwar die Frage des Sperrzauns und der Mauer zu klären. Das hat die damals der IGH auch getan, ein Gutachten erstellt und ebenfalls gesagt, nein, soweit die Mauer irgendwie auf palästinensischem Gebiet eingerichtet wird, ist sie völkerrechtswidrig, muss zurückgenommen werden und die Palästinenser müssen entschädigt werden. Die israelische Regierung hat nur gesagt, das ist alles antisemitisch, wir kümmern uns nicht darum. Mhm. Das ist das Problem, was wir jetzt auch haben mit dem neuen Gutachten, was garantiert nicht vor Ende des Jahres erstellt wird, aber es wird erstellt, weil der internationale Gerichtshof nicht sich sagen lassen kann, ich kann einen solchen Auftrag nicht ausführen. Und ich bin absolut sicher, dass er die gleiche völkerrechtlichen Verletzungen feststellt wie bisher. Und dann ist die Frage, da der IGH selber keine Durchsetzungsmöglichkeiten hat, was machen die Staaten damit? Was machen die USA? Was macht die Bundesrepublik oder auch Österreich dann damit? Haben sie endlich Mittel, mit denen sie Israel, die Regierung, zur Raison bringen und das, was gefordert wird, erstens die Besatzung aufzuheben und zweitens das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser wiederherzustellen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dann auch einen eigenen Staat zu etablieren? Und das werden wir sehen. Und das ist das große Problem. Dazu muss ich im Augenblick sagen, stehen die Auspizien nicht sehr gut. Mit dieser Regierung schon gar nicht. Ja, das, glaube ich, ist ziemlich offensichtlich. Das Interessante, weil es wird ja immer wiederum von israelisch-zionistischen Kreisen so die Einseitigkeit der UNO und die Parteiischkeit der UNO kritisiert. Dann fragt man sich, man muss ja dort nicht dabei sein, aber das total interessante, unter Anführungszeichen, zum Beispiel die genannten von dir jetzt, diese Berichterstatter, zum Beispiel die Francesca Albanese, hat lang und breit, wie alle ihre Vorgänger, berichtet, wie sie versucht hat, nach Israel in die besetzten Gebiete, in die autonomen Gebiete zu kommen. Und das muss man sich ja eigentlich auf der Zunge zergehen lassen. Es gibt Mandate der Vereinten Nationen, und dieser beschuldigte Staat Israel lehnt es schlicht und einfach ab, offizielle Amtsträger der Vereinten Nationen ins Land zu lassen. So weit sind wir ja. Inzwischen gibt es ja seit noch von der alten Regierung im Übrigen ja schon veranlasst, gibt es ja auch schon Regelungen, die jeden durchschnittlichen europäischen Staatsbürger, der irgendwo pilgern fahren will, zum Beispiel als Katholik oder einfach in die Gegend fahren will, im Wesentlichen nicht die Sicherheit gibt, einreisen zu dürfen, weil man in Wirklichkeit halt meint, dass also dann irgendwelche solidarische europäische Aktivisten sich nach Palästina begeben könnten und dort irgendwelche Demonstrationen aufführen. Das heißt, wir sind ja inzwischen so weit, dass ein relativ kleiner, aber sehr machtvoller und einflussreicher Staat im Wesentlichen die gesamte Welt und die Weltgemeinschaft öffentlich vorführt. Exakt. Das ist aber seit langem schon so. Das ist im Grunde seit 67, kann man sagen, ist das so und es wird akzeptiert. Und es ist etwas sehr Seltsames oder Paradoxales auch geschehen. Je krimineller diese Regierung wird, je radikaler sie vorgeht, desto radikaler wird hier, insbesondere in unserer Gesellschaft, die Abwehrhaltung eines Kreises von Leuten, die unbedingt jede Politik der israelischen Regierung unterstützen und alles, was als kritisch sich hier artikuliert, als antisemitisch zurückweist und nicht nur zurückweist,
sondern auch dann versucht, mit administrativen Mitteln, wie sozusagen Verbot von Tagungsstätten, Verbot von Versammlungen oder irgend so etwas, das zu unterdrücken. Das heißt, es schaukelt sich auf. Auf der einen Seite die immer radikalere und die immer eigentlich unverträglichere Position und Handlungen der israelischen Regierung und auf der anderen Seite die immer radikalere und eigentlich immer auch brutalere Wendung hier einer Gruppe von Leuten, zu denen leider auch der Zentralrat der Juden gehört und einige andere, die sich dagegen wenden, dass hier wirklich die Kritik an der israelischen Regierung, um die handelt es sich ja, und nicht eben an der jüdischen Gesellschaft, dass man die unterbindet und auch den Druck auf die deutsche Regierung unterlässt. Das ist das Problem. Damit kommen wir eigentlich zum Resümee. Du hast dann schon gesagt, also die Einschätzung, dass sich da irgendetwas zum Besseren in absehbarer Zeit ändern könnte, ist 0,0. Aber es ist auch die Frage, vielleicht zum Abschluss, was bedeutet das eigentlich für die sogenannte internationale Staatengemeinschaft? Wir sind beide Bürger von zwei Staaten, die sich als Angehöriger zu einer inzwischen in der UNO kleinen Minderheit, aber doch der westlich-liberalen Demokratien sehen und eigentlich mehr oder minder unterstützen diese westlich-liberalen Demokratien mit ihrer Oberdemokratie der USA an der Spitze, diese rassistische, faschistoide und seit vielen Jahren andauernde Politik Israels. Was sagt das eigentlich über uns und über unser System aus? Ja, eine große Frage, über die man lange und auch mit sehr vielen Beispielen sich unterhalten muss. Nur eins dazu. Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Regierung eigentlich das Gegenentwurf zu der völkerrechtlichen Ordnung ist. Und zwar schon seit langem, aber in diesem Fall sehr, sehr ausdrücklich. Da kann man gar nicht mehr dran vorbeigehen. Aber wir bemerken seit langer Zeit auch schon, dass in den westlichen Demokratien das Verständnis des Völkerrechts eigentlich nur noch auf Pressekonferenzen hochgehalten wird und auf irgendwelchen Festreden. Aber in der Realität sehen wir um uns herum, es gibt 1000 Beispiele, nichts davon gehalten wird. Und nicht nur, dass im Krieg sie einfach rechts liegen, links oder rechts liegen gelassen wird, sondern dass man auch in den normalen Zeiten, in den Verträgen, in denen man dann zum Beispiel, ob das mit den Sahrauis in Marokko ist oder so, man hat dann seine Interessen an der Energiesicherheit und dann ist man bereit, klare politische und auch völkerrechtliche Position einfach zu vernachlässigen und umzugehen. Der größte Skandal ist ja eigentlich Israel, aber auch das Verhalten gegenüber Erdogan, gegenüber der Türkei. Es gibt jetzt ein kleines, verdienstvolles Büchlein, auf das ich aufmerksam machen will, von einem Völkerrechtler Kai Ambos, und zwar heißt das Doppelmoral, der auf alle diese Probleme, leider nicht auf Israel und die Türkei, aber die es gibt in der internationalen Politik, wo man von Völkerrecht spricht, aber gleichzeitig dagegen agiert. Und dieses ist eine Krankheit der internationalen Politik, die meines Erachtens mit der Entwicklung des Imperialismus und der kapitalistischen Systems sehr eng verbunden ist und wahrscheinlich nur aufhebbar ist und zu einer neuen wirklich völkerrechtlichen Ordnung wird, wenn dieses System insgesamt grundsätzlich sich verändert. Gut, lassen wir es dabei. In Wirklichkeit, ich habe diese Frage schon bewusst am Schluss gestellt, weil das sollte uns einmal ein Thema für ein weiteres Gespräch, auch für viel mehr Gespräche. Das ist ein riesiges Fragezeichen. Es wird jetzt wiederum völlig offensichtlich aufgrund der nahostpolitischen Situation, aber du hast völlig recht, wenn man sich genauer die Dinge anschaut. Hier ist Völkerrecht eines, aber eigene pragmatische, wirtschaftliche, politische, sonstige Interessen sind das zweite. Das Völkerrecht wird bei den Christen am Sonntag und bei den Moslems am Freitag und bei den Juden am Samstag
angeprangert oder angepriesen und in der restlichen Woche wird es vernichtet oder vernachlässigt. Ich glaube, das ist wirklich etwas Bedenkliches und vielleicht gibt uns auch diese Israel-Palästina-Geschichte jetzt neuerlich wiederum auch einen Anlass. Es gäbe leider aber genügend andere, auch diese Frage wieder mal zu diskutieren, weil du das gesagt hast. Wir hatten vor kurzem in Österreich, um auch noch mit einem österreichischen Promot zu enden, wir hatten einige führende ÖVP-Politiker, führend, zweite Kategorie, Landeshauptleute, Klubobmann im Parlament, die mehrere vor sich hin fantasiert haben, ja, das mit dem Völkerrecht ist aus den 40er Jahren und das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß und man muss über Völkerrechtsveränderungen reden. Da ging es vor allem um Zusammenhang mit der Migrations- und Asylpolitik, die natürlich den Rechten in Europa nicht sehr recht ist. Aber genau das ist das Problem, dass es so, ja, wir haben dann in Österreich darauf geantwortet auch, offensichtlich haben die Leute, die dann über das Völkerrecht oder die mögliche und notwendige Änderung des Völkerrechts dahergesprochen haben, überhaupt keine Ahnung, wovon sie reden, weil sie haben dann Dinge miteinander verwechselt. Aber es ist leider ein Problem. Du hast das auch vorhin gesagt, wie die Nahostpolitik zum Beispiel bei euch im Auswärtigen Amt durchgesetzt wird. Sehr oft hat man den Eindruck, dass die Leute, die leider die entscheidenden politischen Entscheidungen treffen, zum Teil keine Ahnung von Dingen haben und zum Zweiten in Wirklichkeit völlig andere Interessen haben als die, die sie vorgeben zu vertreten. Und das ist bei der Israel-Nahostpolitik ja da auch ein Problem. Hier geht ein kleiner Zwischenruf. Ja. Wir haben immerhin eine Außenministerin, die sich als Völkerrechtlerin ausgibt. Das ist besonders pikant. Ja, die wir haben im Übrigen in diesem international im aktuellen Heft, das seit einigen Wochen ja schon am Markt ist, zwar nicht direkt über die Frau Baerbock, aber wir haben einen Artikel über feministische Außenpolitik im Übrigen von einer Dame, von einer jahrzehntelang erfahrenen österreichischen Diplomatin, die das auch etwas dekonstruiert, weil das, was man als feministische Außenpolitik in irgendwelche Programme schreibt, euer Beispiel ist besonders prominent, und was man dann tagtäglich an praktischer, bellizistischer und absolut nicht friedensförderlicher Politik macht, ist ein anderes Paar Schuhe. Leider ist das auch ein Auszug der momentanen internationalen Politik. Ja, Norman, es ist immer eine Freude mit dir, manchmal eine etwas perverse Freude, wenn man die Themen, über die wir reden, sich anschaut, aber es ist immer eine Freude. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, aber wir haben ein gewisses Zeitlimit. Ich möchte daher mit diesen offenen Fragen abschließen. Ich danke dir wieder mal ganz, ganz herzlich. Mir war es eine Freude, dich einmal wieder zu sehen. Alles Gute und ja, bis bald. Wir geben auf jeden Fall nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Alles Gute. Also, Servus. Bye bye. Tschüss. Bye. Servus.